wir lassen jetzt die Bienenkönigin raus. Die haben wir gerade eben markiert mit einem grünen Punkt. Und dann saß die gute Bienenkönigin hier erstmal 10 Minuten in der Kiste, damit der Kleber hart wird und die Bienen auch den Punkt nicht runterreißen oder die Königin als Fremdkörper abstechen, weil sie fremd riecht wegen dem Kleber. Nein, jetzt ist alles wieder okay. Die Annahme ist bestätigt, weil die Bienchen hier auch wirklich die Königin schon umpflegen. Jetzt gibt es nur eine Sache. Diese Bienen hier, das sind die, wo euch mitunter wirklich böse vermöbeln können. Vielleicht deswegen, weil sie die Königin hier besonders beschützen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind meine Erfahrungen, die Bienen sind pissig, wenn sie im Käfig von der Königin sitzen. Und da gibt es halt einen einfachen Trick. Wir nehmen den ganzen Käfig, halten den hinter uns, weil da die Bienen unsere Optik nicht sehen. Und wenn sie stechen, dann wollen sie immer euer Gesicht sehen. Und dann habe ich den jetzt nur ein bisschen geschüttelt. Und jetzt ist da noch zwei Bienen sind noch übrig. Die kann ich jetzt mit dem Finger wegfegen. Da habt ihr es wirklich gerade gesehen. Seht ihr? Wie die hier mir folgen. Also das sind wirklich Bienen, die sind pissig. Habe ich jetzt deswegen gemacht, weil es ist ganz klug, dass die Käfigunterseite das Gitter unten ist und der Schieber oben. Jetzt ziehen wir hier nur so einen Stöpsel raus, gucken, dass die Königin immer auf der anderen Seite ist und schieben das dann mit dem Gitter Richtung Flugloch. Und manchmal geht es halt auch schief, wie man jetzt gerade gesehen hat, aber sie hat den richtigen Weg noch gefunden. Und somit haben wir hier erfolgreich die Königin markiert und wieder durchs Flugloch zulaufen lassen. Bis zum nächsten Video.